Willkommen in einem wahrhaftigen Albtraum. Ach du Scheiße, ich bin nur noch fertig mit der Welt. Was geht dir vor? Okay, lass es uns rausfinden. Hier wird gespeichert. Lass hier öffnen. Alter, 71. Körpergröße 1,72. Augenfarbe braun. Einstufung gut. Ach, gutmütig soll das wahrscheinlich heißen. Nicht gut, Mensch. Gutmütig. Kontaktcode bei erfolgreichem Abschluss. Al Quarsim. Verschwiegener Gründer und CEO von Neotech, einer Militärlogistikberatung. Enge Kontakte zur Regierung von New Mecca. Involviert im Militär F&A. Was heißt das nochmal? Hab's vergessen. Vermutlich leicht bewacht. Trotzdem Vorsicht walten lassen. Okay. Boah, ey, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Hä, was ist jetzt noch real und was nicht? Scheiß Cyberpunk-Döns, fuck. Katana Zero, Ludovic. Übrigens letztens im Soundtrack reingehört. Und bin tot. Soundtrack ist auf jeden Fall mega geil. Jetzt sind sie aufmerksam. Ah, das war ein bisschen zu langsam. Hier bin ich safe. Da hätte ich noch drei Ausrufezeichen noch so über dem Kopf. Yes. Hab ich gut gemacht. Kann ich hier nicht hochklettern? Achso. Ich habe gedacht, das würde die ablenken, aber nein, tut das nicht. Okay, die Shotgun-Boys, die sind halt ein gefährlichen. Ach ja, achso, stimmt. Ist das jedes Mal ein anderer? Das ist ja witzig. Alles klar. Okay. Ich finde nicht, dass er so leicht bewacht ist. Eine äthiopische Krawatte ist das. Was? Die Zunge abschneiden. Und sie durch das Loch auf der Rückseite rausreißt. Nein, Boss. Ich habe im Regional Geographics davon gelesen. Dabei muss man... Wie wäre das? Du hältst verfluch nochmal die Fresse, wenn ich was erzähle. Sorry. Dann wäre das ja wohl eher ein Umgang, ne? Scheiße! Beweg ja gerade Muskel sonst. Krimmel, du bist das. Du bist wieder dabei, mir zu folgen, verflucht und zugenäht. Nichts mehr. Was? Beweg ja gerade Muskel sonst. Oh Gott. Das ist jetzt. Das ist nicht so glimpflich gelaufen. Gut, auch geschafft. Oh boy. Spielerkarten. Okay, die sind schnell. Aber ich bin schneller.
Auto einfach ab. Ach, guck mal an. So hab ich's gern. Dunkel. Das gibt's doch nicht. Komm raus, Dimitri. Ach, da knallt er mich ab, weißt du? Okay, das haben wir jetzt auch gut raus. Yes, gut. Verlassen halt ihre Posten nicht, ne? Oh, wie schön, ein Flammenwerfer. Na, da kommt doch Freude auf, findet ihr nicht? Yes. Oh mein Gott. Oh, intens. Meine Hände sind schon nass vor lauter Aufregung. Und noch ein Flammenwerfer. Okay. Flammenwerfer finde ich gut, Flammenwerfer macht Spaß. Na, verdammt. Okay. Nee, ist da, ich bin wieder am Nervösen. Ich hab sie auf mich aufmerksam gemacht, das wollte ich nicht. Aber sie sind trotzdem tot. Hi. Mist, das Timing war schlecht. Warum ist jemand? Wie kann ich denn den Flammenwerfer... Ah, von da unten. Hat er nicht gerade gesagt, er wird leicht bewacht? Oder stand das nicht da im Dossier drinne? Ich finde nicht, dass das gerade hier wie leicht bewacht aussieht. Irgendwie sieht das für mich eher wie schwer bewacht aus. Ah, okay. Jetzt habe ich mich selbst getötet, weißt du? Ah, vermaledeit nochmal. Ah! Nicht mit mir! Brennt! Brennt, habe ich gesagt! So, hier, weg mit dir, da! Ach, verdammt. Ich dachte, ich komme in den Rage-Mod. Zack. Ich krieg euch. Ich krieg euch. Oh, man. Speedrun. Er geht hier seinen Weg ab, oder was? Aber da ist Ende Gelände für ihn.
so, er läuft einfach. Na gut. Lass wir mal laufen. Warum trägt er eigentlich seine Knarre so komisch? Weiß man nicht. Kommt irgendwie neue oder wie ist das? Was war das? Ich war das. Mihi. Okay, ich hab's fast geschafft. Jetzt muss ich nur noch den Molotow-Cocktail mit Vorsicht da runterschmeißen. Dann hab ich's eigentlich. Oh Gott. Hoffentlich geht das gut. Nein, geht es nicht! Ah! No! No! Ja! Ah, ich mag nicht mehr. Scheiße, vorsichtig. Hallo. Was ist da? Guten Tag. Kommt da nicht einer raus? Oder erst nachdem ich die Tür getriggert habe, wahrscheinlich, ne? Die leben noch, natürlich. Hm. Er wundert sich. Ich will kein Risiko eingehen. Diesmal schaffe ich's. Guten Tag, hi. So. Hoch da. So. Einer noch, den kriegen wir auch kaputt. Nämlich so. Da. Ach, er ist auch ein Gegner. Ich hab gedacht, ich muss ihn befreien oder so. Na schön. Dann den Bastelheini als letztes erledigt. Okay, er schiebt Waffe. Auch in Ordnung. Geh schon. Jawohl. Hier will ich nochmal kurz ruhen, bis meine Energie wieder ein bisschen aufgeladen ist. Okay. Er ist alleine. Das ist okay. Was? Wach auf. Wach auf, verflucht nochmal. Mein Kopf. Dein Kopf, hm? Ich hatte schon mehr erwartet. Der berüchtigte Drache, man denke nur, ich habe dir zu. Was? Ich habe zu dir aufgesehen. Nun, noch letzte Worte. Ihm ins Gesicht spucken. Ins Knie. Ebenfalls. Muss das Knuschgesicht rüber abschneiden, Körper in Zement. Geht klar, wow. Wie? Wach auf! Wach auf, verflucht nochmal. Mein Kopf. Mein Kopf, hm? Ich hatte schon mehr erwartet. Der berüchtigte Drache. Man bedenke nur, ich habe zu dir aufgesehen. Nun, noch letzte Worte. Ich will antworten wie. Ich habe doch meinen Namen nicht gesagt. Hättest du ihm bloß die Zunge rausgeschnitten, hä?
irgendwas Russisches. So eine verfluchte Zeitverschwendung. Ich komme zu spät zu meiner Verabredung. Ich wette, sie ist hässlich. Schnauze, verflucht nochmal. Wach auf. Wach auf, verflucht nochmal. Mein Kopf. Mein Kopf, hm? Ich hatte schon mehr erwartet. Der berüchtigte Drache. Man bedenke nur, ich habe zu dir aufgesehen. Nun, noch letzte Worte. Nicht so spät zur Verabredung kommen, wie? Hm? Du Hündi, alte Krabasser, du bist nicht wegen des Kronos hier. Du hast es schon. Ich wusste es. Ich wusste es. Wie oft habe ich dich schon umgebracht? Er ist auf Kronos. Klingelt sie da in den verfluchten Ohren? Willst du jetzt reden? Würdest du jetzt... Red schon verflucht nochmal. Ich glaube, du hast ihm die Rippen gebrochen, hä? Solche Typen reden nicht. Aber du schon. Dein Spielchen kenne ich jetzt. Hör mal, ich habe eine Reservierung laufen im zweiten Bezirk und ich komme sicher nicht zu spät wegen einem gottverdammten Kronos-Junkie. Und jetzt sag mir, woher du deinen Stoff kriegst, damit ich dem miserablen Leben beenden und mich wieder meinem Abend widmen kann. Ins Gesicht spucken, mein Psychiater schickt mich. Was ist Kronos? Ins Gesicht spucken. Okay, verfluchen wir es nochmal. Wer schickt dich? Keiner schickt mich, mein Psychiater. Was ist Kronos? Keiner schickt mich. Liat, glaubst du, ich spiele nur rum? Glaubst du, ich mach Witze? Du wirst tatsächlich sterben, kapierst du das? Ich werde dich töten. Wenn du mir nicht sagst, wer dich schickt. Keiner schickt mich, mein Psychiater schickt mich. Keiner schickt mich. Egal, Mann. Mach auf, verflucht nochmal. Ich bin wegen Kronos hier. Ich habe es schon verpasst, dein Date nicht wie. Was zum Teufel? Fang schon an zu reden. Wer kriegt dich? Woher kriegst du deinen Stoff? Spuck es aus, sofort! Was ist Kronos? Ja? Du weißt nicht mal, was Kronos ist? Du bist auf Kronos. Knutschgesicht, schau mal. Nicht so schnell. Nicht so schnell jetzt. Verflucht nochmal, Knutschgesicht. Der Drache soll in der Nähe von Al-Qasim liegen. Wenn wir den Laden abfackeln, die Leute werden glauben, er war auf der Suche nach Drogen oder so. Was? Lebst du noch? Du lebst noch? Egal, Mann. Du wirst wahrscheinlich sowieso einfach zurückgehen und das hier ändern. Wach auf, verflucht nochmal. Hm? Was zum Teufel? Manchmal zu reden, wer schickt dich? Woher kriegst du deinen Stoff? Spuck es aus, sofort! Ein Psychiater schickt mich. Ach ja? Dein Seelenklempner, Knutschgesicht. Töte ihn. Und so, ich entsorge deinen Körper des. Ich entsorge den Körper des Drachens. Hä? Wach auf. Ich bin nicht wegen Kronos hier, ich habe es schon verpasst. Dein Date nicht wie. Oh? Was zum Teufel? Fang schon an zu reden. Dein Video war Kinderkacke. Was? Kann ich glauben. Alter, verfluchtes Maul!
Wach auf, verflucht nochmal. Ich bin wegen Kronos hier. Ich hab es schon. Verpass nicht dein Date wie mein Kopf. Bin ja wach. Gut. Ich hatte schon mehr erwartet. Der berüchtigte Drache. Man bedenke nur, ich habe zu dir aufgesehen. Nun, ins Knie, ebenfalls. Mr. Knusch Gesicht drüber abschneiden, Körper in Zement. Geht klar, wie? Wir müssen die richtigen Antworten finden, ansonsten wird er uns immer und immer und immer und immer und immer wieder töten. Wach auf, Verfluss nochmal. Mein Kopf, ich bin ja wach. Ja, okay, das nehmen wir mal. Hm? Was zum Teufel? Man kann uns so reden. Wer schickt dich? Woher kriegst du deinen Stoff? Spuck es aus. Ins Knie. Okay, dann wird über Kinderkacke. Es ist traurig, wenn sie in meiner Anerkennung betteln. Was hast du gerade gesagt? Verflucht nochmal. Kleiner Snufffilm. Weißt du, wie viele Leute ich im Studio anfänglich abgemuxt habe? Weißt du, wie echt diese Scheiße ist? Verflucht. Ich glaube, ich muss sie provozieren. Das kann sein. Augen öffnen. Okay, wir skippen jetzt einfach mal die Antworten. Zum Teufel. Video über Kinderkacke. Sie ehrlich gedacht, wir spielen dieselbe Liga. Hehe. Es ist traurig, wenn sie in meiner Anerkennung betteln. Glaubst du, ich will deine Anerkennung, du Arsch? Ins Knie, ins Knie! Wir hätten ja verflucht ein gutes Team sein können, weißt du das? War eine Person. Mein cinematografischer Flair, das hätte Kunst werden können. Ich werde dich töten, verflucht, scheiße auf die Frage. Er versucht bloß, was zu sagen, was dir unter der Haut geht, wie. Ich bin gefesselt und sie wollen mir immer noch mit meiner Anerkennung. Halt dein verfluchtes Maul, du Arsch! Halt dein verfluchtes Maul! Verflucht! Verflucht! Frag Al-Khazim. Er hatte noch nichts gesagt. Frag den verfluchten Al-Khazim, wer ein Arsch ist. Frag ihn, verflucht nochmal. Ich bin nicht in Stimmung für diese Scheiße. Kümmere dich um den hier. Mr. Knutgesicht, sag dem Boss, Al-Khazim war tot, als wir hier ankamen. Hey Jungs, schaut euch das mal an. Okay, Bosskampf. Okay, muss die Zeit verlangsamen, ansonsten schaffe ich das nicht. Ah, er hat mal Katana. Gut, jetzt können wir endlich ein bisschen Spaß haben. Ah, okay. Ah, okay, ich darf nicht zu nahe kommen. Ja. Ja, verdammt, das ist ein hartes Battle. Er wird schwächer. Nein!
Verdammt! Der merkt sich das auch nicht. Drück X! Jawohl. Den packen wir noch. Drück Sirup! Oh Gott, er ist hart. Nein, ich bin reingelaufen. Oh Gott. Ich glaube, ich schaffe ihn doch nicht mehr, die Folge. Oh, schön. Okay. Gut klar, würde ich sagen, wir machen das in der nächsten Folge. In der nächsten Folge hauen wir dem erstmal richtig eine rein und dann werden wir herausfinden, was man von uns will, was Kronos ist und what the fuck is going on. Alles klar, bis zum nächsten Mal bei Katana Zero.